Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von Kitea.de und ich möchte der ganzen Sache heute mit dir einmal auf den Grund gehen, ob wir denn in Lightroom Dodge and Burn betreiben können oder auch nicht. Es sei schon mal vorweg gesagt, natürlich können wir das durchführen. Die große Frage wird nur sein, mit welchem Zeitaufwand wir das Ganze realisieren können und mit welchen Werkzeugen. Ich habe hier eine Aufnahme aus Schottland, die ist irgendwie im September 2016 entstanden, damals noch mit meiner Alpha 77 oder war sogar die Alpha 65. Nein, es müsste die Alpha 77-2 gewesen sein und das war einer der ersten Aufnahmen in Schottland. Wir sind in Edinburgh gelandet und sind dann einfach mit unserem Campervan drauf losgefahren und das war jetzt hier an der ersten Stelle, wo wir übernachtet hatten. Und da ist dann die Aufnahme entstanden. Jetzt ist es nur so, dass die Aufnahme recht dunstig ist. Du siehst es hier vielleicht schon, ja, da fehlt so ein bisschen der Kontrast. Und auch hier ist es mir ein bisschen zu hell. Wenn ich mir jetzt hier den Helligkeitsregler einmal einschalte, da sieht man genau, okay, in den Bereichen frisst das Ganze aus. Zu dunkel ist aktuell wohl nichts. Man sieht es hier auch schon am Histogramm, denn die Helligkeit geht jetzt eher erst da los und es ist noch wirklich nichts abgesoffen. Bevor ich jetzt hier mit dem Dodge and Burn einsteige, möchte ich dieses ganze Foto erstmal ein bisschen grundentwickeln. Dazu gehe ich jetzt hier in die Grundeinstellungen und werde mir die Lichter so ein bisschen nach unten ziehen. Die Tiefen ein klein wenig nach oben, nur ganz leicht und es ist eh schon sehr dunstig. Dann den Weißpunkt werde ich mir automatisch setzen lassen. Er wird mir davon was abziehen, weil es ist ja eh schon überbelichtet, also zumindest mal hier in den Wolken ist es ausgefressen. Und den Schwarzpunkt werde ich mir auch automatisch setzen lassen und schon ist das Ganze nicht mehr ganz so dunstig. Nur für mich ist es hier im Schwarzbereich so ein bisschen zu viel. Ich möchte das Ganze hier wieder ein bisschen nach oben regeln, so um die ja minus 25. So gefällt es mir dann schon ganz gut. Ich werde jetzt auch hier den Dunst so ein ganz klein wenig entfernen. Ungefähr. Ja, auch nur so um die plus 20. So gefällt mir das auch schon ziemlich gut. Und jetzt kommen hier so die Schattenbereiche in den Hügeln und die helleren Bereiche sehr gut zur Geltung. Und genau um diese Schatten- und Helligkeitsbereiche in der Berglandschaft möchte ich jetzt noch ein bisschen betonen. Du kannst den Dodge and Burn für zwei verschiedene Anwendungsbereiche, so ganz grob einmal gesagt, anwenden. In der People-Porträtfotografie wird der Dodge and Burn gerne dazu verwendet, um dunkle Bereiche aufzuhellen und um helle Bereiche so ein bisschen abzudunkeln, um zum Beispiel Falten zu reduzieren oder auch Bügelfalten oder sonstige Falten in Klamotten so ein bisschen unauffälliger auf Fotos zu gestalten. Um diese Art von Dodge and Burn geht es hier in diesem Beispiel überhaupt nicht. Kannst natürlich auch mit dieser Technik hier auch in Lightroom anwenden, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kommt aber erstmal die Frage, ja, wie komme ich denn überhaupt an das Dodge and Burn ran? Ich kann es natürlich jetzt hier mit einem Radialfilter mir realisieren und sagen, okay, alle Bereiche, die ich jetzt hier abgedunkelt haben möchte, zum Beispiel den, da ziehe ich mir einen Radialfilter auf. Ginge natürlich. Das Problem ist, wenn ich den Bereich jetzt hier abdunkle und dann noch ein bisschen breiter ziehe, so, gehen wir mal auf eine halbe Blende zurück. Kann ich natürlich so machen, das ist richtig. Und durch die weiche Kante, die wir ja hier unten bei 50% eingestellt haben, läuft es hier zu den Rändern auch ganz gut aus. Aber jetzt müsste ich mir einen weiteren Radialfilter aufziehen. Und was ist, wenn ich es hier hinten auch nochmal abdunkeln möchte, da bräuchte ich schon wieder einen weiteren Radialfilter. Was wir natürlich machen könnten, wäre, ich könnte den kompletten Bereich des Bildes hier mit dem Radialfilter aufziehen, ungefähr so. Das ginge dann natürlich schon, aber ich finde das immer noch nicht so praktisch. Aus dem Grund werde ich den Radialfilter wieder löschen und gehe jetzt hier mal auf mein Pinselwerkzeug. Das Pinselwerkzeug bietet uns da deutlich mehr Flexibilität, denn ich kann jetzt ja hier mir die ganzen Bereiche einfach anmalen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier wieder sage, okay, ich möchte das Ganze um 50 abgedunkelt haben. Ich kann es jetzt ja hier so reinmalen. Ginge alles. Aber entweder muss ich andauernd mit der Größe nachjustieren oder
die Weichheit passt nicht so richtig. Es ist halt auch noch nicht das Wahre. Das ist mir so bei filigranen Stellen in einem Foto nicht so praktisch. Deswegen lösche ich den ganzen Pinsel hier noch einmal. Ich könnte jetzt hier ganz klar auch mit der Belichtung nach unten gehen, von nur mit 0,5. Oder ich habe jetzt hier auch in den Vorgaben, in den Presets, habe ich hier auch ein Dodge and Burn. Ich muss mal gucken, wo er ist. Und zwar hier abwählen ist aufhellen und abdunkeln ist nachbelichten. Hier könnte ich mir die, zum Beispiel, wenn ich das Ganze abdunkeln will, dann würde er mir das hier mit minus 0,3 Blendenstufen einstellen. Und das andere könnte ich jetzt mir so herholen mit aufhellen, dann würde er mir das Ganze mit 0,25 Blendenstufen aufhellen. Aber auch darüber möchte ich die vollständige Kontrolle haben, deswegen gehe ich auf 0 und ich werde bei dem Pinselwerkzeug bleiben. Nur ich werde mir jetzt hier die weiche Kante komplett nach unten ziehen, sodass er wirklich hart ist. Und ich werde auch das automatisch maskieren ausstellen, damit er mir wirklich jedes Pixel in der Helligkeit eben abdunkelt und nicht nur die Pixel, die gleichen Farbinformationen enthalten, sondern wirklich alle. Die Größe werde ich dementsprechend jetzt hier stark vergrößern, ungefähr so. Und jetzt werde ich mir die Belichtung mal mit 0,5 nach unten ziehen oder 0,54, das ist erstmal vollkommen egal. Und ich werde jetzt hier das Ganze komplett einmal abdunkeln. So, als nächstes, und jetzt kommt der Clou, haben ja die Leute, die wohl die Creative Cloud besitzen, also das Abo von Lightroom, seit geraumer Zeit hier unten die Bereichsmasken. Und wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel reingemalt habe, kann ich jetzt hier auf die Bereichsmaske gehen und dann hier auf die Luminanz. Und dann habe ich ja hier unten den Regler, den Bereichsregler und die Glättung. Um die Glättung geht es überhaupt nicht, sondern es geht jetzt hier nur um den Bereich. Und da ich ja jetzt hier nur die wirklich dunklen Bereiche abdunkeln möchte, ziehe ich mir jetzt hier den Bereich einfach von den hellen ab. Ungefähr ja, bis 0,5. Und jetzt kann ich hier oben noch nachspielen mit der Belichtung und kann sagen, okay, bei 1,44 gefällt mir das in diesem Foto jetzt ziemlich gut. Wir können das Ganze mal ausblenden, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ziehen. So sah es ohne diese Abdunklung aus und so mit. Und wenn wir uns die Luminanz, also die Maske dazu einmal anzeigen, sieht es wirklich tatsächlich so aus. Überall, wo es rot, also wo es Ganze roter dargestellt wird, da haben wir mehr Auftrag. Und wo es dann eben mehr ins gräuliche Weiße geht, haben wir kaum Auftrag. Und du könntest das Ganze jetzt hier noch ein bisschen auf die Spitze treiben, indem du jetzt nochmal einen Pinsel aufziehst. Ich scroll mal nach oben und hole mir einen neuen Pinsel. Und den werde ich jetzt hier mal nur auf eine Blende ungefähr abdunkeln. Zieh mir den wieder auf. So. Und dieses Mal in der Bereichsmaske wechsle ich auch wieder auf Luminanz. Aber dieses Mal gehe ich jetzt hier bei, starte ich bei 0,5 und gebe es 10. So. Und somit haben wir das Ganze nochmal ein bisschen abgestuft. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausblende und wieder einblende, ausblende, einblende, ausblende, einblende. Das kannst du natürlich jetzt noch forttreiben mit dann, weil du kannst nochmal einen Pinsel dir anlegen, mit 10 beginnen und dann das Ganze auf 15 hochziehen, mit einer Belichtung von minus 0,5 und so weiter und so fort. Da bist du natürlich vollkommen kreativ. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Jetzt kommen wir aber zu den hellen Bereichen. Da funktioniert das Ganze ähnlich. Ich gehe jetzt hier auf einen neuen Pinsel. Den werde ich erstmal zurückstellen und werde mir jetzt hier den mal ja, nur auf 0,54 einstellen. Und ich werde mir jetzt hier den hellen Bereich auswählen bzw. bemalen und gehe jetzt hier wieder auf die Bereichsmaske, gehe hier auf die Luminanz. Und dieses Mal ist es einfach genau umgekehrt. Da möchte ich jetzt keinen dunklen Bereich haben, sondern den hellen Bereich. Ich ziehe den hier oben hoch bis 95. So. Und jetzt habe ich auch die hellen Bereiche ein bisschen angehoben. Zeig dir ein Vorher, Nachher. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Vorher, jetzt, vorher, jetzt. Klar haben wir jetzt hier abgesoffene Stellen. Das ist schon richtig. Und auch hier hatten wir überbelichtete Stellen. Die abgesoffenen Stellen sind, glaube ich, zu verzeihen. Die sind hier nur in den Bäumen drin.
Aber vielleicht können wir das ja jetzt hier in der weiteren Bearbeitung dieses Fotos noch ein bisschen reduzieren. Ich kann das Ganze reduzieren, indem ich den Schwarzwert hier nochmal neu setze. Da wird er mir noch ein bisschen abziehen. Jetzt sollte ich da deutlich weniger drin haben. Ich denke, so gefällt es mir dann aber auch schon ganz gut. Ich werde die Dynamik noch ein bisschen anziehen, so auf ungefähr plus 20. Und hier oben im Himmel möchte ich auf jeden Fall nochmal eine Abdunklung drin haben. Da werde ich mir ganz normal einen Radialfilter reinziehen. Wow, wie dramatisch. Die Belichtung ein bisschen runterziehen, so. Und auch die Lichter ein bisschen runterziehen. Perfekt, das mehr ins Bläuliche gehen. Nicht zu stark. So sieht das hier so auch künstlich aus. Die Struktur und die Klarheit können wir da anheben. Und ich denke, vielleicht ist es ein bisschen zu stark mit dem Radialfilter. Ich werde hier bei dem Radialfilter die Belichtung so ein bisschen nach unten ziehen. Das war mir dann doch zu viel. Ach so, ja. Ich muss den mir markieren und werde den jetzt hier so ein bisschen noch ein bisschen heller gestalten. So, und ich denke, klar kommt es noch das Nachschärfen und die Feinarbeit noch ein paar Farben einstellen und das Ganze dann so ein bisschen harmonischer zu gestalten. Das soll aber nicht Thema dieses Videos werden. Ich wollte dir hier nur ganz kurz zeigen, wie du ganz einfach mit ganz wenigen Schritten Dodge and Burn in Lightroom durchführen kannst. Natürlich haben wir jetzt hier keine so feine Abstimmung wie in Photoshop. Da kann ich ja das hier mit anhand der Luminanzmasken wirklich bis ins kleinste Detail ganz einfach steuern. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das blende ich dir hier oben rechts gerade ein. Wenn es dich interessiert, schau dir das doch bitte einfach einmal an. So, das war's heute von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook. Folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Bleib gesund. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.